Lord Collingford. Ah ja. Ich freue mich, Sie wiederzusehen. Guten Tag, Professor. Was gibt es denn? Er hat Sie gefunden. Ein ganz schlauer Bursche. Was ist es? Nur eine Kröte. Nur eine Kröte. Oh, er ist so bescheiden, Ihr kleiner Zitrick. Hier ist sie. Es ist die Kröte. Wirklich? Ich habe gar nicht gewusst, dass er sich dafür interessiert, für solche Tiere. Ah. Ich bin auf dem Wege zu meinem Bruder Otto. Der wird ja verrückt vor Freude. Das glaube ich. Dann bleiben Sie also nicht zu einem Drink. Selbstverständlich, selbstverständlich. Warum auch nicht? Ja, aber Ihr Bruder wird auf Sie warten. Darf ich ihn anrufen? Ja, natürlich. Ja. Eine gute Idee. Ach, ich muss ja... Hä? Kröte kommen. Küwalde, Küwalde. Küwalde. Wo bist du, meine Vertraute? Du bist nicht Küwalde. Oskar? Wer sind Sie? Was tun Sie hier? Wissen Sie das nicht mehr? Ich bin Cat Weasel. Tut mir leid. Ich glaube nicht, dass ich das Vergnügen schon hatte. Sie hatten von mir Kühlwalder bekommen. Kühlwalder? Die seltene Kröte. Hm? Ach, mein Bruder? Ja? Wo ist er? Ich kann keinen finden. Ob er wohl oben ist? Ich bitte Sie um Ihre Hilfe. Weshalb brauchen Sie Hilfe? Und das fragen Sie auch noch? Weshalb sollte ich ihm helfen? Er ist kerngesund. Was? Wer? Er ist gesund und mopsfidel. In einen Mops verwandelt? Oh, meine Gewalder. Sind Sie verrückt? Was reden Sie für einen Unsinn? Oskar? Oskar? Wo bist du? Stellen Sie sich vor, eine ausgestorbene Spezies. Ich weiß nicht, ob ich es Ihnen erzählt habe, Lord Collingford, aber ich habe den Oberschenkelknochen gemessen. Tatsächlich. Bitte sehr. Danke vielmals. Prost. Wohlsein. Oh, darf ich Otto anrufen? Ja, bitte sehr. Sie wissen ja... Danke. Weißt du, worum es geht? Um Kröten. Bist du es, Otto? Nein, 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 hier ist Oskar. Gib mir bitte Otto. Ist er nicht bei dir? Wenn er bei mir wäre, würde ich doch nicht anrufen, nicht wahr, Hanna? Aber er wollte dich doch besuchen. Nein, 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 ich wollte zu ihm. Er müsste jetzt aber da sein. Aber ich bin nicht da, Hanna, ich bin hier. Das war meine Schwägerin. Die kann nicht telefonieren. Ich verstehe. Ich werde mal bei mir anrufen. Aber weshalb ist Otto da? Der sprechende Zauberknochen. Er hat wieder aufgelegt. An meinem Telefon hat er wieder aufgelegt. Erhabener Meister des sprechenden Knochens. Knochen? Wo ist meine Vertraute? Ich befehle dir, führe mich zu ihr. Otto,
Ich verstehe von dir überhaupt kein Wort. Häng wieder auf und wähle neu. Geben Sie mir. Nein, ich will mit dem Meister sprechen. Ach, jetzt ist schon wieder besetzt. Bei mir hat er nicht einmal, nicht zweimal, dreimal hat er aufgelegt. Bei mir legt er mal auf und jetzt telefoniert er mit einem anderen. Oh. Hallo. Hallo? Was haben Sie eigentlich hier zu suchen? Wo ist Kühlwalder? Wer ist denn Kühlwalder? Meine Vertraute, ich habe sie zu Ihnen gebracht. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Ich habe bis jetzt noch nicht das Vergnügen gehabt. Sie haben. Das ist kein Grund, sich aufzuregen. Arbeiten Sie etwa bei meinem Bruder? Ja, ganz recht, ich bin Ihr Bruder. Oh. Aber nein, Sie sind nicht mein Bruder. Wie Sie wollen, bin ich nicht Ihr Bruder. Kühlwalder! Augenblick. Ich weiß, woran es liegt. Sie verwechseln uns beide. Uns beide? Ja, natürlich. Wir sind zwei, nicht wahr? Ja, das ist wohl so. Nein, nicht so. Nicht wir beide. Ich bin einer und er ist der andere. Oskar! Otto! Ach, Hanna, ich bin hier. Du, Otto, ich mache mir Sorgen um Oskar. Er hat mich angerufen. Wo ist er? Wer ist Kühlwalder? Oskar ist bei dir, ja? Lassen Sie den Hörer los! Oh, entschuldige, was hast du gesagt, Otto? Das soll doch gleich ein Donnerwetter! Was fällt dir ein, Otto? Unverschämtheit! Entschuldige, Hanna, ich wollte dich doch nicht... Hanna! Hanna! Sie hat aufgehängt! Sich? Den Hörer! Also ich bin Otto Hebelmann. Mein Bruder ist Oskar Hebelmann. Und wer sind Sie? Ich bin Catweasel. Catweasel? Und wo ist Kühlwalder? Nun fangen Sie nicht wieder damit an. Hallo? Oskar, wo steckst du denn? Ach, hat Hanna dir das denn nicht gesagt? Ich bin auf King Farthing. Hör zu, Otto, was du auch immer tust, bleib, wo du bist. Ich muss mich schnell verabschieden. Ja, natürlich. Professor Hebelmann! Vergessen Sie die Kröte nicht. Oh, mein lieber Junge, wie soll ich das jemals danken? Es freut mich, dass er Ihnen behilflich war. Behilflich? Er hat sich in das Ehrenbuch der Zoologen eingetragen. Ein prächtiges Exemplar. Glauben Sie mir, Mr. Catweasel, dass Sie überhaupt nichts zu befürchten haben? Ihre wunderschöne Kröte ist absolut sicher bei uns. Das ist unser ureigenes Gebiet. Gebiet? Ja, wir sind Krötenexperten. Einen Augenblick. Sehen Sie, Kröten für den Laien von Oskar und Otto Hebelmann. Oder kennen Sie es schon? Das Zeichen. Das Zeichen des Skorpions. Ganz recht, ein Skorpionbuch. Bitte. Sie können mehrere haben, wenn Sie wollen. Ja. Ja. Oh, mächtiger Skorpion, der du mir beim Fliegen helfen wirst, bring mir meine Vertraute zurück. Bring mir Kühlwalder zurück. Oskar! Ich ertrage es nicht länger. Kennst du diesen Mann? Sie sind verdoppelt. Er ist seit Stunden hier und will nicht wieder weggehen. Sator repotenet opera rotas. Da siehst du, was ich meine. Ich hoffe, ich kann dieses Mal wieder etwas für Sie tun. Ja? Ich fürchte Sie nicht. Sie und auch Ihren Schatten nicht. Wo ist Kühlwalder? Bitte, Mr. Catweasel, seien Sie doch vernünftig. Ich weiß nicht, was Sie wollen. Ich weiß es wirklich nicht. Ach, Kühlwalder, eure Kröte. Ja. Die macht ihm solche Sorgen, Otto. Das braucht sie aber nicht. Der Kröte ist nichts geschehen. Das ist nicht wahr, Sie doppelter Doppelmoppler.
Bitte, bitte nur nicht aufregen. Ganz recht. Ich glaube, wir müssen uns erst mal alle beruhigen. Doppelmoppel. Ruhig, Sie können sich überzeugen. Aber Oskar, wo ist sie? Sie ist verschwunden. Ich danke dir, Eulengesicht. Er hat immer zu telefoniert, da habe ich Kühlwalder in meine Tasche gesteckt. Wirklich, Eulengesicht, du bist mein Bruder, ja. Wird sie wieder gesund werden? Bei Hekate, ja, ich will es hoffen. Du bekommst schöne Engerlinge. Ich werde dir welche suchen. Willst du vielleicht einen Käfer? Oder einen Wurm? Willst du einen Wurm? Oder einen Ohrenkneifer? Tja. Da! Die Haut! Sie hat sich gehäutet. Darum hat sie sich nicht wohlgefühlt. Alles ist so klar wie Quellwasser. Eine neue Haut, eine neue Kröte. Ja, ja, ja. Sieh her, Kühlwalder. Ein neues Zeichen.